Hallo und herzlich willkommen zu Jims Mediathek. Los geht's heute mit einem richtig coolen Insta-Account. Warum der auf jeden Fall einen Blick wert ist, erzählt euch ja Jenny. Jenny? Sorry. Jetzt bin ich da. Tut mir leid, dass ich zu spät bin, aber jetzt kann's losgehen. Ach, kein Problem, Jenny. Lass mich raten. Du hast die grüne Route genommen, oder? Ich war gar nicht auf der grünen Route. Ich bin zum Glück orange. Nein, ich habe mich ein bisschen auf Instagram verloren. Auf dem Account von Josephine, der nennt sich Seligkeitsdinge. Ich folge erst seit ein paar Wochen, aber in dieser Zeit hat sie mich schon mehrfach inspiriert, begeistert und überrascht. Sie ist nämlich Pastorin, soweit nichts Ungewöhnliches, aber sie geht einfach mit so viel Nächstenliebe, Empathie und für mich innovativen Ideen an ihren Job, dass sie mich einfach umhaut. Sie hat zum Beispiel für ihre Konfis ein Video gedreht und das mit Memes und GIFs unterlegt. Und so simpel diese Idee auch ist, so toll finde ich es, wie viel Mühe sie sich gibt, Menschen für den Glauben zu begeistern. Apropos coole Berufe. Becca hat durch ihre Recherche zu ihrem nächsten Serientipp rausgefunden, was ein Bastei-Sirs ist. Becca, kannst du uns vielleicht kurz spoilern und uns sagen, wie genau man das auch ausspricht? Klar, Jenny, ich möchte es gern probieren. Sogenannte Bastachas sind Steinträger. Und Anao aus dem heutigen Serientipp Die Kathedrale des Meeres ist ebenso ein Steinträger für den Bau der Kathedrale Santa Maria del Mar in Barcelona. Natürlich geht es in der Geschichte nicht die ganze Zeit nur um den Kirchenbau, sondern vor allem um das aufregende Leben von Anao. Damit ihr ein bisschen diesen jungen Mann kennenlernen könnt, schauen wir jetzt mal in den Trailer rein. Ich werde für dich sorgen, Anao. Ich lasse nicht zu, dass dir irgendwer was antut. Keiner. Hier werden wir frei sein, mein Junge. Aber mach dir keine Illusion, er wird nie einer von denen da oben sein. Ich will auch nicht, dass er einer von denen ist. Wenn du es dir zutraust und es schaffst, dann nehmen wir dich auf. Gut gemacht, Anao! Niemand hat irgendwelche Rechte auf uns. Wir sind freigelaufen. Für die Jungfrau, Anao! Diese Kirche zu bauen, so wie wir es getan haben, das ist unmöglich! Obwohl die Geschichte im 14. Jahrhundert spielt, geht es vordergründig nicht um Prinzessinnen und Ritter, sondern um ganz normale Menschen wie uns und euch. Mit dem feinen Unterschied, wenn wir uns nämlich hier mal umschauen oder bei euch zu Hause, leben wir im Vergleich zu den Leuten damals ja wirklich wie Adlige und können so dankbar dafür sein, dass wir in so einer freien Gesellschaft leben. Und eine Sache möchte ich euch noch verraten, natürlich ohne zu spoilern. Und zwar ist die Jungfrau Maria so eine Art, ja, wie kann man das sagen, Ersatzmutter für Anao. Das heißt, egal was ihm Schreckliches passiert, er findet immer wieder Kraft bei der Jungfrau Maria. Und Jenny hat heute auch einen Tipp für uns, aus dem wir vielleicht mal ein bisschen Kraft schöpfen können. Viele von uns sind aktuell zu Hause. Wegfahren ist nicht. Allerdings vor einem Jahr waren Becca, ich und auch viele von euch in Düsseldorf. Ja, der IOT ist schon ein Jahr her. Aber zum Glück haben wir an diesem Wochenende die Möglichkeit, den IOT nochmal von zu Hause, von der Couch aus zu erleben. Also fast. Der YouTube-Channel IOT 2019 streamt ausgewählte Konzerte, Vorträge, Gottesdienste und Arena-Veranstaltungen. Allerdings sind die Inhalte nur bis zu eine Woche nach der Veröffentlichung verfügbar. Seid also schnell. Aber keine Sorge, es gibt noch mehr Möglichkeiten, die IOT-Erinnerung länger aufrechtzuerhalten. Sogar für immer. Zum Beispiel mit der IOT-DVD oder der CD. Die gibt es auch auf Spotify. Ein ganz besonderes Musikstück stellt euch jetzt unser heutiger Gast vor. Frieda, was ist denn so besonders daran? Ich möchte euch heute den Song Oceans vorstellen von der Band Hillsong. In diesem Lied geht es darum, dass Gott uns in jeder schwierigen Lebenslage beschützt, egal wie schwierig und kompliziert und undurchsichtig die Sache für uns auch erscheinen mag. Ja, er ist einfach immer für uns da und passt immer auf uns auf und dieses Bild, das möchte ich euch gerne mitgeben.
Und mir zumindest geht es gerade in dieser unsicheren Krise besser, wenn ich weiß, da oben ist jemand und er guckt, was wir so machen und passt auf uns auf. Ich hoffe, ihr hört euch das Lied mal an, hört mal ein bisschen rein. Ja, ich finde, es ist sehr berührend und ziemlich schön gemacht. Und ja, ich finde auch die Lyrics sehr interessant und ich könnte jetzt noch eine halbe Ewigkeit weiterreden, aber das würde dann unseren Rahmen sprengen. Also hoffe ich, ihr hört es euch an. Und jetzt haben Jenny und Becker noch eine kleine Ankündigung für euch. Genau, denn ab jetzt kommt Jims Mediathek alle 2 Wochen. Aber keine Angst, der Primetime-Termin am Freitag bleibt euch erhalten, weil Jim Pocket euch in der mediathekfreien Woche mit anderen abwechslungsreichen Videos erfreuen wird. Und das Wichtigste an der Mediathek bleibt natürlich erhalten, nämlich ihr. Genau. Wir freuen uns über eure Highlights, die ihr mit uns teilt und hoffen jede Woche auf viele neue Nachrichten. Wenn ihr also noch einen Tipp habt, dann schreibt eine Mail an jim.pocket20@gmail.com. Und jetzt tschüss ihr Instagrammer. Serienjunkies. Ihr Täler. Musikversessenen. Einfach all ihr lieben Leute. Das war's für heute. Danke, ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.